Kalles Halbzeit im Verlies wird Ihnen präsentiert von Laute und Muxfeld, Ihr Spezialist für Werkzeuge und Arbeitsschutz in Hamburg. Willkommen zu Kalles Halbzeit im Verlies, ihr Amateure. Herzlich willkommen zur 50. Ausgabe von Kalles Halbzeit im Verlies. Und wie immer an meiner Seite Niklas Heiden. Moin Kalle. Ja, leider ist der FC St. Pauli im Pokal-Viertelfinale ausgeschieden. Aber der HSV steht im Halbfinale. Glückwunsch und wir drücken die Daumen. Und wir haben heute natürlich auch tolle Gäste. Und zwar haben wir als allererstes nochmal Christian Wolge. Genau, Krille ist Trainer von Kurslack Neuengamme und unser zweiter Gast ist Oliver Zapel, Trainer bei Regionalligist Phoenix Lübeck. Und mit ihm unterhalten wir uns unter anderem über die Regionalliga. Und dann haben wir jemanden aus dem Handball, und zwar einer der erfolgreichsten Handballer Deutschlands, und zwar Pascal Pommes Hens. Ja, und wir begrüßen unseren heutigen ersten Gast und das ist Christian Wolke, Trainer vom SV Kurslack Neuengamme. Moin Krille. Moin. Schön, dass du da bist. Starten wir gleich sofort rein mit deiner Vertragsverlängerung bei Kurslack. Das war so eine kleine Hängepartie. Warum? Ach, was eine Hängepartie. So lange dauerte das auch nicht. Wenn man so einen Vertrag unterschreibt, wenn man weitermachen will oder verlängert, dann müssen ein paar Dinge passen. So, ein paar Dinge ansprechen. Es war jetzt nicht alles so bei Kurslack, wie ich es vorgefunden habe, wie ich es wollte. Wir haben gesagt, wir wollen ein Projekt starten und mussten ein paar Dinge angepasst werden. Dazu kam, dass ein, zwei interessante Offerten auf dem Tisch lagen, die auch an meiner Person Interesse hatten. Und ich mir auch das Recht rausgenommen habe, da mal ein, zwei Gespräche zu führen. Dann habe ich mir auch das Recht rausgenommen, ein, zwei Wochen drüber nachzudenken. Und am Ende des Tages war es aber dann eine Entscheidung aus vollem Herzen, aus vollen Überzeugungen, dass ich bei Kurslack verlängert habe und fühlt sich auch richtig und fühlt sich auch gut an. Was hat denn Kurslack, was Eintracht Norderstedt nicht hat? Die sollen ja jedenfalls einer der gewesen sein, mit denen du gesprochen hast. Also auf jeden Fall sehr viel mehr Land die Elbe vor der Tür, also von der landschaftlich wunderbar. Es ist so, dass ich Kurslack übernommen habe auf dem 14. Tabellenplatz, damals sehr, sehr abstiegsgefährdet und wir 4 Spiele gespielt haben. Damals bei Dassendorf angefangen, dann noch 3 Spiele in Folge gemacht, 10 Punkte geholt haben und dann die Saison abgebrochen wurde. Und die Folgesaison war ähnlich Banane, war auch keine wirkliche Saison. Und die Menschen dort haben sich um mich sehr bemüht, sind mir sehr wohlgesonnen, haben sehr viel von den Dingen umgesetzt, die ich mir vorgestellt und gewünscht habe. Und es hat sich einfach nicht richtig angefühlt, jetzt zu gehen. Es hat sich unvollkommen angefühlt. Ihr kennt meine Vita. Ich bin, wenn ich irgendwo bin, auch gerne lange und auch gerne mit voller Überzeugung und auch gerne mit voller Identifikation irgendwo. Und von daher hat sich das richtig angefühlt. Man muss aber ehrlicherweise auch dazu sagen, dass natürlich Eintracht Norderstedt natürlich auch eine Hausnummer im Hamburger Fußball ist. Natürlich mit Renald Koch und auch mit Femi natürlich auch zwei Menschen dort sind, die ich beide sehr schätze und zu denen ich beiden auch ein gutes Verhältnis habe. Und das zum Glück auch jetzt noch so ist zu beiden. Und Fußball Hamburg ist klein und die Schnelle ist zeitlebig. Und schließ die Tür leise, du weißt nie, ob du sie wieder aufmachen musst. Mhm. Aber nun gerade das Thema Regionalliga ist ja schon eigentlich auch was einen als Trainer irgendwie reizt, oder? Also, ich meine, das ist immerhin mindestens Halbprofitum, ja, also wie man so schön sagt. Wenn es eigentlich reizen würde, dann hätte ich die Gespräche auch nicht geführt. Also ich habe so ein, zwei Dinge noch um die Ohren. Also das hätte ich nicht machen müssen, einfach nur um von der Straße zu sein. Und es ist so, dass natürlich in Norderstedt, nochmal, da wiederhole ich mich natürlich, auch exzellente Voraussetzungen sind, um Trainer sein zu dürfen. Es ist ein toller Verein, es sind tolle Rahmenbedingungen. Und die Regionalliga an sich ist natürlich auch eine Liga, gerade im Vergleich zur Oberliga, wo man sagt, da ist Fußball dann nochmal eine andere Nummer. Also fahr nach draußen, fahr nach Flensburg, fahr nach Kiel, fahr nach Wolfsburg oder wo auch immer dann eben hin, wenn du da deine Spiele hast. Ja, gut, nach Wolfsburg jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr, ja, aber damals aber ich war ein paar Mal dabei, also haben wir es ein paar Mal angeguckt, auch bei N Wolfsburg gespielt und es ist schon toll. Also es ist schon Fußball, es hat schon was mit Halbprofi zu tun, allerdings muss eben auch das gesamte Leben dazu passen, um Halbprofi sein zu können. Und da muss man eben auch schauen, was ist einem selbst wichtig, was kann man leisten. Und so ein Trainer für anderthalb Tage die Woche oder für gewisse Stunden bin ich dann auch nicht. Ihr seid ja sehr zuversichtlich in die Saison gestartet, ne? Und seid ein bisschen nach euren Möglichkeiten zurückgeblieben. Woran lag das?
Wobei man sagen muss, es sind einige Spiele, die habt ihr nur sehr knapp verloren und sehr unglücklich. Naja, wir haben, das, also im Endeffekt hast du schon richtig gesagt, wir haben alle Spiele, die wir gewinnen müssen, haben wir gewonnen, also ziemlich deutlich, wo wir auf Papier auch die Favoriten waren. Und alle Spiele, wo wir hätten gewinnen können oder gewinnen sollen, haben wir nicht gewonnen oder mit einem Tor verloren. Irgendwie sind wir viel zu gut für die Abstiegsrunde und nicht ausreichend gut genug für die Meisterrunde gewesen dieses Jahr. Es fehlte immer eine Kleinigkeit, es fehlte hier eine Kleinigkeit, es fehlte dort eine Kleinigkeit. Ich habe letztens nach dem Spiel gegen Cordia mal gesagt, immer Glück ist Können, immer Pech ist das andere. Und wir hatten sehr, sehr häufig das andere, nämlich Pech, und haben da 84., 88., 90. Nach 2-0-Führung, nach 3-1-Führung verloren. Und müssen wir uns selbst zuschreiben, ist unser eigenes Verdienst sozusagen, und fehlt dir immer was. Du hattest in der Winterpause gesagt, dass bei der Kaderplanung nicht alles so optimal lief, wie es hätte laufen können. Was kreidest du dir oder dem Verein direkt als Fehler an? Ja, wenn, dann kreide ich mir das an. Also Kaderplanung ist schon meine Verantwortung und ist auch mein Territorium, was ich genau, es war einer der Punkte, die es eben auch, wo es drum ging. Kader ist meine Aufgabe, und ich kreide mir schon an, dass wir dies, oder was, das kreide ich mir an. Im Nachgang muss man es bewerten. So eine Entscheidung trifft man nach vorne, Bewertung kann man nach hinten vollziehen. Und ich habe damals was gemacht, was ich noch nie gemacht habe. Wir haben auf sehr, sehr viele Häuptlinge gesetzt. Wir haben einen Kader zusammengeholt, wo sehr, sehr viele, ich sage jetzt mal, namentliche Prominenz, möchte ich es mal sagen, dabei war. Und auch viele eine beeindruckende Vita in der Vergangenheit hatten. Nun habe ich aber auch wieder mal dazugelernt und gesagt, dass sich Fußball auch in der Gegenwart und eben auch ein Stück in der Zukunft abspielt und nicht nur in der Vergangenheit. Und dass man eben so einen gewissen Mix in der Truppe haben muss. Das habe ich in der Vergangenheit immer ganz gut hinbekommen mit meinen Truppen. Das werden wir auch in der nächsten Saison wieder gut hinbekommen. Das Jahr war extrem lehrreich, auch für mich, obwohl ich schon ein paar Wochen dabei bin. Und Fehler darf man machen, finde ich immer, aber zweimal dieselben sollte man vermeiden. Und da sind wir auf einem sehr guten Wege. Wir haben uns von ein paar Spielern getrennt. Es ist nicht, dass es in diesen Spielern lag, also das möchte ich gar nicht auf die Spieler setzen. Es war die Ansammlung und auch die Zusammenstellung, auch gewissen Positionen auch, die nicht glücklich war. Und das ist eben auch mit meinen, auch mit auf meinem Mist gewachsen. Schön, dass du so offen das ansprichst. Jetzt für die Zukunft, für die nächste Saison, worauf legt ihr speziell oder du speziell Wert? Weil du bist ja, wie du sagst, für die Kaderplanung zuständig. Na gut, also erstmal haben wir diese Saison jetzt noch zu bewältigen. Wir haben noch 9 Spiele insgesamt, und die wollen wir auch erfolgreich gestalten. 8 Spiele in der Meisterrunde, und wir gehen mit 2 Punkten in die Meisterrunde. So, das heißt, wir sind jetzt nicht unbedingt Favorit und wir sind auch nicht ganz vorne dabei. Aber trotz allem zähle ich uns zu den besten 6 Mannschaften in Hamburg. Und das ist auch unser Ziel, dass wir in die ersten 6 noch kommen. Dazu brauchen wir in der Meisterrunde 5, vielleicht sogar 6 Siege. Und das ist sehr ambitioniert. Das weiß ich selbst. Aber da setzt sich die Mannschaft auch unter Druck und auch mich selbst. Und in der neuen Saison wollen wir den Weg weitergehen. Jetzt muss man das sich ein bisschen zurückblickend angucken. Und du sagtest eingangs, wir haben die Erwartung nicht erfüllt. Ich meine, ich weiß nicht genau, wo die Erwartung kam, natürlich auch von außen stark, weil aufgrund des Kaders verstehe ich auch, dass da sehr viel die drin Jungs stand. Die Jungs haben ja auch öffentlich gesagt, wir wollen Dassendorf ein bisschen ärgern. Ja, die Jungs können ja sagen, was sie wollen. Die erzählen die ganze Woche ganz viel Mist. Das können sie tun. Für die sportlichen Ziele ist ja dann... Aber muss man ja auch so. Muss man ja auch, darf man ja auch tun. Und jetzt mache ich davon ganz ab, Dassendorf ärgern wie jeder. Also das ist auch in Ordnung. Das hat sich Dassendorf auch erarbeitet. Und dafür werden sie auch, dafür ist auch gut, dass sie da sind, so als Reizpunkt sozusagen. Es will seit 8 Jahren, glaube ich, jeder, und schafft keiner. Also von daher wird das auch so weitergehen erstmal. Aber wir müssen auf uns schauen. Und bei uns ist wichtig, nochmal, wir kommen von Tabellenplatz 14. Es war ein sehr eingefahrener Kader. Da waren Spieler in Kvaikoslak, die sind da, glaube ich, schon geboren auf dem Platz. Von denen haben wir uns dann getrennt. Jetzt haben wir einen neuen Kader zusammengestellt. Man sagt, für so eine Umwälzung im Kader brauchst du 4 bis 6 Transferperioden. Das heißt, ich würde sagen, jetzt ab Sommer, dann ist es auch tatsächlich mein Kader, mit dem ich auch meinen Fußball spielen kann, wie ich gerne Fußball spielen lasse, wie wir auch bislang erfolgreich gespielt haben in der Vergangenheit. Und dann komme ich gerne nochmal in 1,5 Jahren wieder, und dann schauen wir, was los ist. Immer herzlich eingeladen. Das hast du schön gesagt, vielen Dank. Ja. Immer herzlich eingeladen. Apropos Vergangenheit, du warst ja viele Jahre bei Condor Trainer und hab genau das, was du eben sagst, da eigentlich eher mit bescheidenen Mitteln und mit der Struktur auch aus dem eigenen Nachwuchs immer mal jemanden dann auch hochzuziehen. Übrigens welche, die du jetzt auch wieder in Kurslack hast, die ja damals schon bei dir bei Condor gespielt haben. Das hat euch stark gemacht. Auch 2-mal Pokalfinale dann und so weiter und so fort. Jetzt hast du ganz andere Mittel zur Verfügung. Also die Apfelernte in Kurslack war ja nun sehr gut bei den ganzen Häuptlingen, wie du es angesprochen hast. Was ist schwerer? So eine Mannschaft aufzubauen, von der eigentlich keiner was erwartet, oder 25 Häuptlinge zu dominieren und... Also schwerer, beides hat einen super Reiz, wobei
ist nicht so, dass bei Condor keiner was erwartet hat. Ne? Also wir hatten Yannick Martens, wir hatten Carlos Flores, um auf die Offensive zu gehen. Wir hatten mal einen Stefan Winkel, wir hatten mal Mustikara Aslan, der auch eine große Karriere vor sich hatte, bis er sich dann eben auch ein bisschen verändert hat und auch körperlich verändert hat dann, durch Verletzungen und so. Also wir hatten natürlich auch schon sehr, sehr gute und sehr herausragende Spiele auch bei Condor. Es ist nur so, dass dort, wie du schon sagtest, so das Geflecht in sich natürlich sehr gewachsen ist. Spieler, die sind heute noch bei den alten Herren da aktiv, die haben 10 Jahre Liga gespielt. Teilweise habe ich mit denen noch zusammengespielt oder gegen Sascha Kleinschmidt habe ich ja noch gespielt selbst. So, und das ist natürlich noch eine andere Dynamik auch. Dazu ist Condor war und wahrscheinlich ist, ich sage wahrscheinlich, weil ich jetzt gerade nicht mehr so einen Bezug dazu hatte wie früher, aber Condor in der Zeit, dass ich da war als Spieler, als Trainer, das war ein ganz besonderer Verein und aus meiner Sicht auch das Nonplusultra in Hamburg, was so dieses, was ein Fußballverein ausmachte. Jetzt bringt es aber auch nichts, wir sind ja hier in Hamburg und es gibt ja auch hier einen großen Verein, der immer gerne in der Vergangenheit sich bewegt. Das bringt jetzt auch nichts, immer nur zu gucken wie früher. Oder wir brauchen das, wir müssen das Condor gehen, nach Kurslack packen oder wie auch immer. Davon halte ich nichts. Wir leben jetzt in der Gegenwart, jetzt wie es ist. Wir haben die Spieler, die wir haben. Wir haben im Sommer uns jetzt auch schon bewusst für neue Typen entschieden, die wir dazu geholt haben. Und dann gucken wir nochmal, wie die Apfelernte ausfällt und dann gucken wir, wie die Saison läuft. Eine letzte Frage habe ich noch, bevor Kalle dir sein Präsent überreicht. Du hast jetzt ja nur ein Jahr verlängert. Heißt das, man kann davon ausgehen, dass doch noch ein langfristiger Verbleib danach kommt oder... Wichtig ist immer, ich sage in so Momenten immer ganz gerne, nur wer losgeht, kann auch ankommen. Und wichtig ist deswegen einfach auch, sich zu bewegen und was zu tun. Es können kleine Schritte sein, aber sie müssen halt in die richtige Richtung sein. Und da sind wir auf dem Weg. Und wenn wir den Weg weitergehen, ja, dann werden wir auch noch wieder ein guter Verein werden. Kurslack ist ein guter Verein, Kurslack ist ein gutes Umfeld. In letzter Zeit haben wir auch ein bisschen gelitten. Gut, gelitten ist das eine, jetzt wollen wir Freude haben. Deswegen sind wir hier, ne? Ja, du hast die Wahl der Qual. Oha. Wir haben immer einen Special Kaffee hier von St. Pauli Coffee. Das gibt einmal den Domina Espresso, bezugnehmend auf das Verlies. Und einmal den Derby-Sieger, weil wir sind hier beim Fußball, bezugnehmend hier auf HSV St. Pauli. Wen möchtest du mitnehmen? Boah. Trinkst du deinen Kaffee? Ich trinke sehr gerne Kaffee. Ja? Jetzt bin ich weder überzeugter HSV-Fan noch überzeugter Pauli-Fan. Das ist ja wohl klar, ne? aber ich habe auch ein Derby, ich komme aus Süddeutschland, ne? Und von daher gibt es unten ja auch Derbys, aber noch sind wir in verschiedenen Ligen. Wir wollen das nicht lange strapazieren. Also, du hast es doch kapiert. Wir nehmen beide. Ja, ich freue mich noch, wenn das jemand macht hier. Christian, das war ein sehr tolles Gespräch, vielen Dank. Danke dir. Ne? Alles klar, danke. So soll es doch sein, ne? Mann, okay? Alles klar. Wir begrüßen Oliver Zabel. Hallo. Mein lieber Oliver, du hast jetzt das Traineramt beim Phoenix Lübeck übernommen. Erzähl, wie kam es dazu? Kam für mich einerseits überraschend, andererseits aber auch irgendwo ein bisschen erhofft, weil ich ja auf der Suche nach was war, was ich vorher 2 Jahre lang so ein bisschen versäumt hatte, nämlich nach einem Projekt, das so ein paar Facetten bedient und nicht einfach nur eine Ligamannschaft zu bedienen, sondern auch ein Projekt mitzuentwickeln, hier in der Region zu bleiben und nicht wieder durch die Weltgeschichte zu tingeln. Und deswegen passte das sehr gut rein, dieses ganze Thema Phoenix Lübeck. Du warst ja nun 3 Jahre aus dem Geschäft draußen, ne? Zwei Jahre, ne? 2 Jahre. Ja. Wie ist das jetzt so? Wie hast du dich da wieder reingefunden, das Ganze? Weil es ist ja doch ein anderer Schnack, ne? Ja, erstmal habe ich mir ja diese 2 Jahre auch ganz bewusst genommen. Es war ja nicht so, dass ich jetzt hinter der Musik hinterhergegangen bin. Warum hast du die genommen? Wir wissen es nicht. Nein, also muss der Zuschauer das erklären. Das kann ich und möchte ich eigentlich auch mal ganz gerne erklären, weil... Ja, bitte. Hier hast du die Möglichkeit. Ja, diese mehr, dass Profifußball eine ganz besondere Erfüllung ist, die habe ich jetzt bei mir persönlich nicht wiedergefunden. Es war so, dass ich ja ganz, ganz viel investiert habe, viele Jahre auch geopfert habe, um dorthin zu kommen, um dann auch im Profifußball durchzustarten und dort Bedingungen vorzufinden, von denen man angeblich nur so träumt. Aber am Ende war es dann sehr häufig auch ein Albtraum. Und die Situation, die ich durchlebt habe, die wünsche ich keinem Kollegen. Erzähl mal ein, zwei Episoden. Naja, also es ist nicht, geht nicht darum, jetzt nach so einem Abstieg mit Fortuna Köln weinend in so einem Stadion mit 20.000 Leuten zu stehen. Das ist im Gegenteil, das waren die schönen Momente. Aber es ist nicht so, dass man immer einen gedeckten Tisch vorfindet und denkt, so, ja, da muss man sich jetzt ein bisschen bedienen und das ist
Das ist so ein Laden, wo man gerne in jedes Regal irgendwo reingreift, sondern im Gegenteil, man muss dann doch sehr, sehr häufig bittere Pillen schlucken, muss mit Spielerkadern zurechtkommen, die man sich nicht selbst ausgesucht hat, muss mit Situationen auch umgehen können, die weit über das Sportliche hinausgehen, bis tief in den familiären Bereich hinein. Und es ist nicht immer schön, wenn die Familie auf der Tribüne sitzt und 10.000 Leute den Namen rufen, den man dann eigentlich nicht so gerne hört. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, waren diese 2 Jahre für uns sehr, sehr reinigend. Wir haben ja auch ein bisschen was auf die Beine gestellt, wie du weißt. Und von daher hatten wir auch alle Hände voll zu tun, um auf andere Gedanken zu kommen. Mhm. Und deswegen war es jetzt also auch so, dass Phoenix Lübeck nicht jetzt aus der Not heraus entstanden ist, sondern ganz im Gegenteil. Also das war was mich gekitzelt hat. Ich hätte in den letzten 2 Jahren schon längst wieder in der zweiten oder dritten Liga tätig sein können. Aber ich habe diesen Kitzel nicht gespürt. Und, also das ist für dich so ein Herzensprojekt, wenn ich mal so sagen darf jetzt vielleicht. Das ist genau richtig. Also es ist was ganz anderes. Also es ist zwar auch irgendwo Profifußball, das ist immer eine Frage der Definition. Wo fängt Profifußball an, wo hört Profifußball auf? Nur die Ligazugehörigkeit definiert jetzt nicht unbedingt zwingend einen Verein als Profiverein. Aber es war so, dass dieses Projekt mich abgeholt hat und ich gehe da voll drin auf. Du warst ja auch Spieler, warst du hier in Hamburg ja lange tätig und hast auch deine Trainerkarriere hier in Hamburg begonnen. Genau. Na? Bei wem war das? Also ich war als Spieler ja relativ lange in kurzen Hosen unterwegs, für einige zu lange, insbesondere für meine Frau. Die hat dann irgendwann gesagt, ich kann mir das Elend nicht mehr mit angucken. Habe dann die letzten Jahre ja auch schon als Spielertrainer gearbeitet. Man möchte da mal so den FC St. Georg Horn, den es heute ja gar nicht mehr gibt, erwähnen. Aber wir haben damals auch immerhin in der vierten Liga gespielt. Damals gab es ja diese Form der dritten und vierten Liga noch gar nicht. Damit habe ich begonnen. Das war auch gut so, dass ich so sozusagen mich selbst noch trainieren konnte. Das war manchmal nicht so einfach. Das hat in mir so diese Gier geweckt, dann nach meiner aktiven Zeit auch noch weiter dem Fußball verbunden zu bleiben. Und wir haben dann gemeinsam eben auch im Familienkreis entschieden, dass es ohne Fußball nicht geht. Sind sehr naiv an dieses Thema Profi-Trainertum herangegangen, haben gesagt, okay, gucken wir mal so ein bisschen, wie lange braucht man jetzt so laut DFB-Statuten, um diese Profi-Trainer-Lizenz zu erwerben. Und ich hatte ja bis zu dem Zeitpunkt überhaupt noch keine Lizenz. Und dann haben wir mal gesagt, oh ja, 5 Jahre. 5 Jahre von einer Lizenzstufe bis zur nächsten, das war also auch das Minimum. Diese 5 Jahre hat meine Frau dann als Projekt ausgelobt und dann die Meilensteine auch definiert. Und dann war es tatsächlich so, dass ich nach 5 Jahren diese Lizenz in der Hand hatte. Wie auch immer das geklappt hat, das ist sehr ungewöhnlich. Du warst ja mit Eichede sehr, sehr erfolgreich, bist danach in die dritte Liga gegangen zu Groß Asbach. Ich denke mal, das war eine der Anspielungen, die du eben gemacht hast, ohne da näher drauf eingehen zu wollen. Danach U23 Werder Bremen, die ja von Florian Kohfeldt auch gecoacht wurde, heute jetzt Bundesliga-Trainer VfL Wolfsburg. Habt ihr noch Kontakt? Vorsichtig sein, nee, haben wir nicht. Okay. Also wir haben es eigentlich seit dem Tag, wo wir uns dann da auch getrennt haben, haben wir uns auch nie wieder gesehen. Ah, okay. Gut, dann wird das Gründe haben. Bevor du zu Phoenix gegangen bist, gab es allerdings auch Gerüchte, dass du nach Hamburg zurückkommst. Zu einem Verein, der nun in Hamburg auch im Moment ein bisschen für Furore sorgt, nämlich Concordia. War das wirklich Thema auch für dich? Nee. Oder? Nee. War gar kein... Das war, also, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Okay. Guck mal. Also, ich war da und habe die Co-Kommentatorrolle sehr gerne ausgefüllt. Concordia hat eine große Rolle in meinem Fußballleben gespielt, das weiß jeder. Dementsprechend war ich immer interessiert an diesem Verein, aber es gab nie ein ernsthaftes Gespräch oder auch geschweige denn eine Kontaktaufnahme. Also, wie gesagt, ich habe mich mit anderen Vereinen vorher auseinandergesetzt. Und mein Anliegen war es jetzt nicht, wieder zurückzukommen jetzt in einen Hamburger Verein. Also das war nicht die Idee. Was hat den Ausschlag gegeben dann für Phoenix? Die Vision. Also die Vision, Profifußball anzustreben, nicht auf Zwang und mit sehr viel Geld jetzt übers Knie zu brechen, sondern auch nachhaltig was aufzubauen, vor allen Dingen eine Verzahnung zum Nachwuchs herzustellen, also eine Akademie aufzubauen.
eben kein Nachwuchsleistungszentrum, sondern eine Nachwuchsakademie, die sich um die Ausbildung, und zwar ernsthaft auch um die Ausbildung der Spieler bemüht, aus Regionen, in diesem Fall aus der Region Lübeck, und um die Ausbildung auch von Trainertalenten. Höre ich da ein bisschen Kritik raus an Nachwuchsleistungszentren im Allgemeinen? Ich habe ziemlich viel hospitiert in den Jahren, in denen ich unterwegs bin im Profisport, und habe mir ganz, ganz viele Nachwuchsakademien, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa angesehen, und stelle einfach fest, und das bedauere ich daran, also es geht nicht um öffentliche Kritik, sondern es geht darum, dass ich feststelle, dass im Ausland Akademien anders betrieben und viel erfolgreicher an den Start gebracht werden. Und das ist das, was mich juckt. Also ich stelle fest, dass es anscheinend festgefahrene Regeln in Deutschland gibt, wieso und weshalb man an diesen Ausbildungsszenarien nichts verändert. Aber ich weiß ziemlich genau, dass man bei Ajax Amsterdam unter anderem eine völlig andere Herangehensweise hat und die auch pflegt und nachweislich ja auch deutlich erfolgreicher praktiziert als all die. Erfolgreich ist das richtige Stichwort. Ihr seid jetzt gerade, oder Phoenix ist gerade in der Abstiegsrunde. Ja. Was meinst du, wie es ausgeht? Gut. Ja, du musst ja positiv denken, ne? Gut, ist ja klar, geht's, ne? Aus. Das geht gut, ja? Aus. Ja, ja. Da. Ja, ich drücke dir die Daumen. Ja, vielen Dank. Und vielleicht werdet ihr ja mal die Nummer 1 in Lübeck sein. Ja. Man muss ein bisschen warten. Also man muss dran arbeiten, vor allen Dingen. Ja, also ja, zugeflogen kommt dann das sicherlich nicht. Aber wenn, dann schaffen Sie es mit dir. Das wäre schön. Das wäre schön. Ja. Frage, trinkst du Kaffee? Auf jeden Fall. Sehr schön. Wir haben hier natürlich zwei Kaffeesorten. Einmal clubbezogen, den Domina Espresso. Und dann mit den Derby-Sieger, bezieht sich immer auf HSV und St. Pauli. Ja. Ne, das ewige Duell. Ja. Wofür möchtest du dich entscheiden? Für die Domina. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da freuen wir uns doch hier. Mein lieber Oliver, es war ein schönes Gespräch. Wir haben viel erfahren aus deiner Philosophie heraus und so. Und dass eben Trainer sein nicht nur so das Zuckerschlecken ist. So sieht's aus. Ne? So, und jetzt gehen wir kurz in die Werbung und danach geht es aber natürlich nicht minder spannend weiter. Genau, dann kommt nämlich der Handballgott Pommes, sprich Pascal Hans. So, ich freue mich natürlich heute, dich, Pascal Hans, heute begrüßen zu dürfen, nachdem wir schon fast 2 Jahre am Werken sind, um den Termin hinzukriegen. Und du und dein Spitznamen Pommes, ihr seid ja auf ewig mit der Handballgeschichte Deutschlands verbunden. Ja, ich glaube, du bist einer der erfolgreichsten Spieler dieser Nation. Du hast alles gewonnen, was man gewinnen kann. So gut wie leider. Ja, aber Zweiter immerhin, Silber, Olympiade, aber Silber immerhin. Aber ihr als Verein Pokalsieger, Deutscher Meister, Champions League-Sieger, einmal Vize-Weltmeister, einmal Vize-Europameister, einmal Weltmeister, einmal Europameister. Also da kann man schon sagen, du bist einer der erfolgreichsten Sportler, die wir haben. Wurdest auch mal Sportler des Jahres hier in Hamburg, ne, gewählt. Ne? Das hört sich gut an, deine Aufzählung. Und ja, ist richtig. Na klar, Handball ist natürlich auch immer ein Sport. Da gehört eine gute Mannschaft auch dazu. Ja, und gut, dass ich meinen Teil dazu beitragen durfte, aber man muss auch ein bisschen Glück haben, dass man vielleicht in einer erfolgreichen Generation dann unterwegs ist. Und da war bei mir wirklich so, ich habe 2002 mein erstes großes Turnier gespielt. Und damals war ich noch 21 und habe sind wir Zweiter geworden. Also Europameisterschaft Silber gewonnen. Es lief gut los. Und, du hast ja auch mit dem Verein hier, HSV Hamburg, hast du ja nun auch alles geholt, wie gesagt, als Vereinstitel. Und das hat danach ein abruptes Ende genommen. Wie hast du das damals erlebt? Ja, es war natürlich bitter. Also ich bin mit 23 nach Hamburg gekommen, damals im Jahr 2003. Und habe dann auch immer hier gespielt. Und wir haben dann auch unsere Erfolge gefeiert. Und es wurde wirklich so peu à peu immer besser. Wir haben in der Weltspitze mitgespielt, auch im Verein. Ich war bei einigen Spielen dabei. Genau, und dann war leider 2016 der Punkt erreicht, dass wir Insolvenz anmelden mussten. Und das war natürlich für mich auch ein großer Schock, weil ich war dann 36 und hatte mir so eigentlich gewünscht, natürlich irgendwann bei meinem Verein, bei meinem HSV die Karriere zu beenden und dann eventuell was anderes für den Verein zu tun. Und
ja, dieser Traum ist dann eben mit dieser Insolvenz einfach geplatzt und ich bin dann nochmal 3 Monate ins Ausland gegangen, nach Dänemark zu einem Verein und dann habe nochmal 1 Jahr in der Bundesliga gespielt, aber ja, dann war ich 37 und sehr verletzungsanfällig. Also das war nicht mehr so, wie es mal war. Eigentlich war in meinem Herzen immer der HSV. Cool, aber du hast ja nun über eine lange Dekade wirklich Erfolge nach dem anderen gefeiert. Also das gibt es ja wenige, die das gemacht haben. Gleichzeitig, du hast es schon gesagt, es gehört eine Mannschaft dazu. Aber was ich jetzt so ein bisschen vermisse, diese Typen wie jetzt wie du oder Steffen Kretschmer, verschiedene Typen, Charaktere, fehlt mir ein bisschen im Augenblick. Oder sehe ich das falsch? Nee, es ist schon nicht falsch. Wir schreien ja auch so ein bisschen immer nach Typen. Und klar, bei mir war das irgendwann so, Kretsche voll tätowiert, der Paradiesvogel, der war ja so der Handballer, den man wirklich überall kannte hier in Deutschland. Ja, du warst ja auch nicht unbekannt mit deinem Jungs. Ja, Kretsche, und 2,03 Meter. Kretsche ist ja noch mal 7 Jahre älter als ich. Und ja, ja. Als ich angefangen habe, an der Nationalmannschaft zu spielen, da war Kretsche ja auch noch in der Nationalmannschaft. Mhm. Und der hat sich so ein bisschen um mich gekümmert. Frisurentechnisch habe ich mich ein bisschen an ihm orientiert. Und ja, das ist dann irgendwann mein Markenzeichen geworden. Und das ist einfach Fakt, wir spielen Handball. Handball ist halt nicht so wie der große Fußball. Ja, und da musst du irgendwie auffallen. Und mir hat die Frisur gefallen. Also ich war jetzt nicht so, dass ich auffallen wollte, cool, sondern es war schon so, dass es einfach ich war. Und, sonst geht es ja nicht über all diese Jahre. Aber dadurch hatte ich natürlich einen großen Wiedererkennungswert. Und nachdem wir 2007 dann Weltmeister im eigenen Land wurden, dann erinnern sich die Leute natürlich dann auch, die klar, vielleicht nur als Laie ein bisschen Handball gucken. Okay, guck mal hier, der mit der EU mit dem Euro geht. Hast du auch die meisten Tore geschossen damals. Ja, auch das. Ja, ja, und so ja, haben sich, glaube ich, dann auch viele vielleicht abseits vom Handball an mich erinnert. Ja, klar, ist es. Das und ist ja heutzutage so ein bisschen im Entertainment, aber lassen wir beim Handball kurz bleiben. Du hast es gerade angesprochen, dass du überlegt hattest, eventuell mal was zu machen im Handball. Du hast aber ganz abgeschlossen damit. Jedenfalls zur jetzigen Zeitpunkt hast du bis jetzt nichts im Handball gemacht, weder als Trainer. War das mal ein Gedanke, eventuell als Trainer zu fungieren oder bist du nicht so der Typ für? Also, früher habe ich immer gesagt, Trainer auf gar keinen Fall. Dann hat man natürlich aber im Laufe der Jahre auch ein paar Trainer selbst erlebt, wo man sich dann auch, wenn man älter und ein bisschen reifer wird, auch sagt, okay, das kriege ich vielleicht auch hin und vielleicht ist es doch eine Option, irgendwann mal. Aber dann habe ich natürlich aufgehört, Handball zu spielen und dann wollte ich auch erstmal ein bisschen Zeit für die Familie haben, das ist natürlich auch wichtig. Und zwei Kids, ne? Zwei Kids, meine Frau, die sich natürlich auch während meiner aktiven Zeit dann immer um alles gekümmert hat und dann war für mich erstmal dieses Trainersein, was ja noch zeitintensiver ist, war erstmal außer Frage. Ob das irgendwann mal kommt, weiß ich nicht. Ich bin jetzt noch für Sky tätig als Experte. Ja. Sky macht ja Handball-Bundesliga und das ist für mich natürlich super, weil so bin ich weiterhin im Sport unterwegs und auch in den Arenen, in denen ich schon gespielt habe. Ich kenne da noch viele von den Jungs und kann so über Handball sprechen. Die können sich an dich erinnern. Die können sich an mich erinnern. Ja. Und so habe ich eben für mich das Privileg, ich kann schön über Handball reden, kann mir die Spiele angucken und kann nebenher trotzdem viel Zeit mit der Familie auch haben und auch noch andere TV-Geschichten machen. Genau, da kommen wir gleich drauf. Aber dein Kollege damals beim HSV, Thorsten Jansen, der ist ja jetzt Trainer und man möchte auch sagen, Vater des neuen Erfolges praktisch. Ne? Hat sich das damals schon so herauskristallisiert, dass er das für ein Händchen haben könnte? Weil damals war er nur ein Spieler mit dir, ne? Richtig, ja. Toto ist, mit dem habe ich sehr lange auch gespielt, weil Toto kam im selben Jahr wie ich nach Hamburg, auch 2003. Also wir sind quasi die ganze Zeit zusammen hier gewesen und er ist eher so ein bisschen introvertiert, ein bisschen ruhiger. Deswegen hätte ich es gar nicht gedacht, dass er irgendwann mal der Trainer von dem neuen HSV wird. Aber ich habe jetzt schon ein paar Spiele gesehen, auch in der Arena und er macht es echt gut und ja, er ist, wie gesagt, mehr introvertiert, aber er hat einen guten Draht zu den Spielern und auch die Art, wie sie Handball spielen, macht echt Spaß und ich bin mir auch relativ sicher, dass sie die Klasse halten werden und sich da etablieren können und ist natürlich für die ganze Stadt Hamburg schön, dass es da jetzt wieder Bundesliga gibt. Ja, Gott sei Dank. Also, wir lieben das ja. Wir haben ja nicht so viel Bundesliga auszurichten. Das stimmt, leider Fußball, nicht mehr. Ja? Du hast so unglaublich viele Highlights erlebt, so viele Meisterschaften, so viele Titel errungen. Wenn du jetzt mal 2, 3 herauspicken müsstest, was war für dich so persönlich herausragend? Persönlich. Also das ist so eine Frage, die kriegst du echt, oder die krieg ich häufig gestellt. Ständig, ist ja klar. Und ich muss sagen, titelmäßig, man versucht natürlich immer deutscher Meister irgendwann zu werden und da haben wir echt auch mit dem HSV lange rumgemacht und haben knapp gescheitert und so und dann haben wir dieses eine Jahr gehabt, eben 2011, wo wir dann endlich deutscher Meister geworden sind und das auch echt souverän und da hatten wir einen Flow und das ist halt so,
Deutscher Meister wirst du nur, wenn du konstant über ein Jahr gut spielst. Genau. Eine Weltmeisterschaft kannst du gewinnen. Ist ein Turnier. Genau, wenn du mal, was weiß ich, 20, 30 Tage eben diese Dauer des Turniers gut deine Leistung bringst, aber konstant über ein Jahr die Leistung zu bringen, um am Ende Deutscher Meister zu werden, das war schon was ganz Besonderes, weil wir da auch lange drauf hingearbeitet haben. Dann kam natürlich die Heim-WM 2007, wenn du Weltmeister im eigenen Land wirst, vor schwarz-rot-goldener Kulisse. Ja, das ist dann schwer zu toppen eigentlich. Es ist zwar wieder nur dieses Event, aber deswegen würde ich so diese zwei Sachen so ein bisschen rausheben. Aha. Der Champions-League-Titel, der war auch was ganz Besonderes, weil da mussten wir eine Quali für spielen und in der waren wir eigentlich schon so gut wie ausgeschieden. Das werde ich auch nie vergessen. Da haben wir im Finale dieser Qualifikation, haben wir 5 Minuten vor Schluss mit 4 Toren hinten gelegen. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, jetzt gibt es nur noch Gas, Vollgas nach vorne und dann haben wir das irgendwie geschafft, das Spiel noch zu gewinnen. Wir waren deswegen in der Champions League und in dem Jahr gewinnen wir die Champions League. Also das sind so die drei Storys, die schon so ein bisschen besonders sind. Ja. Gut, andere Frage, wird man dir vielleicht auch schon gestellt haben, aber ich stelle es jetzt trotzdem. Was sind so die Momente, die bitter für dich waren? Ja, ganz klar, Verletzungen sind immer sehr bitter. Ja. Und ich war zweimal bei den Olympischen Spielen und habe mich zweimal bei den Olympischen Spielen verletzt. Das ist natürlich so eine Geschichte. Wir haben 2004, wo wir echt auf dem Höhepunkt eigentlich waren, auch mit der Nationalmannschaft. Wir waren 2004 Europameister geworden im Januar oder Anfang Februar. Und dann kamen die Olympischen Spiele im Sommer. Und da waren wir natürlich dann auch einer der Favoriten. Und da habe ich mich im vierten Spiel verletzt und konnte nicht mehr helfen. Bin dann da geblieben, habe mir das mit angeguckt. Wir sind bis ins Finale gekommen. Am Ende haben wir halt die Silbermedaille gewonnen. Aber ist nicht wenig. Es ist natürlich trotzdem bitter. Und dann fragt man sich natürlich schon, ich war dann auch eine der Säulen bei der Mannschaft. Ja, ja. Was wäre gewesen, wenn? Aber das habe ich auch gelernt. Also man kann sich nicht immer nur die Sahnenstücken rauspicken. Ne? Also ich habe auch so viele tolle Erlebnisse gehabt, so viele Titel gewinnen dürfen. Habe, wie vorhin schon gesagt, in einer geilen Generation gespielt. Wir hatten eine Menge Spaß, nicht nur auf dem Feld. Und Erfolg auch abseits des Feldes. Also da waren einige Konsorten dabei. Wir waren auch abends ab und zu mal los, wenn wir konnten. Und hast du noch Kontakt zu den Leuten jetzt oder weniger? Ich habe mittlerweile immer noch zu einigen Kontakt. Ja. Am meisten zu Kretsche, obwohl ich mit dem gar nicht so lange gespielt habe. Aber uns verbindet dann auch der Golfsport. Wir gehen häufiger auch Golf spielen. Stimmt, der macht in Dresden und der hat mich mal eingeladen. Ne? Nur ich loche ja nicht ein, jedenfalls nicht auf dem Rasen. Das war klar, dass das jetzt kommt. Ja, wir spielen häufiger auch mal in Dresden. Dresden ist ja auch eine geile Stadt, wir haben coole Golfplätze. Ja, ich doch mal. Wir haben so eine eigene Truppe mit 12 Männern oder 13 Männern, wo auch ein paar ehemalige Sportler dabei sind. Wir gehen immer zusammen Golf spielen. Die Partisanen, also es ist schon ein eingeschworener Haufen und deswegen habe ich zu Kretsche noch am meisten Kontakt. Ja, finde ich auch immer lustig. Stimmt, wir hatten auch uns getroffen, als hier Handball vor ein paar Jahren war und so eine Party, das Ganze hier. Nun bist du ja, Sport ist zweifelsohne eine der großen Entertainment-Säulen unserer Zeit. Ist es ja. Es war schon im alten Rom, Brot und Spiele. Und du bist ja dem Entertainment treu geblieben. Und selbst da bist du extrem erfolgreich. Du hast, und du bist wahrscheinlich da mit Sicherheit, der größte Let's Dance-Sieger bei RTL. Ja, das ist richtig. Du hast die Staffel gewonnen. Und ich weiß, weil ich habe ein paar Freundinnen, die dort als Tänzerinnen arbeiten, also die dann mit euch, mit den Prominenten arbeiten und so. Und ich weiß, dass es ein Knochenjob ist, ne? Weil die meisten kommen, haben nicht so viel Ahnung vom Tanzen und werden dann wirkliche coole Turniertänzer, vor allem diese ganzen verschiedenen. Also ich weiß das sehr zu honorieren und das ist eine Knochenarbeit gewesen und du hast den Titel geholt. Ja, also das war, ist doch cool, erzähl mal. Es war überraschend. Also zum einen ist, man muss ehrlich sagen, du hast ja dann auch noch Probleme mit deiner Größe. Ja, ne, mit der Partnerin, das ist ja was, ne? Das stimmt, da habe ich mir aber keine Gedanken im Vorfeld drüber gemacht, das war mir relativ egal. Du nimmst sie unter den Arm und schläfst über das Vergehen. Also eigentlich ist es ganz lustig, die Geschichte, weil ich wusste, dass mir diese TV-Geschichten Spaß machen und ich habe auch immer gesagt, das würde ich gerne mal machen und dann kam eben die Möglichkeit, Let's Dance zu machen und ich habe vorher gedacht, Let's Dance im Leben nicht, das habe ich auch nie geguckt, es sei denn, irgendein Sportler, den ich kannte, hat da mitgemacht, so da habe ich mal geguckt und habe mich kurz gedacht, okay, das gucke ich mir an, um mich kaputt zu lachen und dann war es das aber auch schon wieder. Und dann war ich wirklich, kam die Anfrage und dann habe ich gedacht, okay, wenn du TV-Geschichten machen willst, dann RTL 20.15 Uhr, freitagsabends Live-Show, mehr geht eigentlich nicht. Eventuell über Wochen, wenn es gut läuft. Und bei mir lief es dann gut und es war saumäßig viel Arbeit. So viel habe ich als Handballspieler nie trainieren müssen. Also du trainierst wirklich am Tag 8 bis 10 Stunden.
jeden Tag. Das ist ja was ganz anderes, was man so, es sei denn du, also als Sportler musst du dich auf deinen Sport konzentrieren. Du warst erfolgreich, außer du standst ewig in der Halle. Genau. Da hast du nicht so viel Möglichkeit, zur Tanzstunde zu gehen. Also das fand ich also bemerkenswert, also wie du das Ding weggezogen hast da. Und es ist halt, du hast halt im Vorfeld ja auch keine Trainerstunden oder sowas, sondern du gehst halt dahin und das, für mich war es wirklich der Tanz. Ja, die stehen mit den Mädels, die trainieren mit aber dir. Das kommt dann wirklich erst, wenn es losgeht. Die Show geht los und dann geht's los. Ich weiß, Und ich hatte vorher auch keine Erfahrung, ich war nie in der Tanzschule oder so. Deswegen, ich musste das wirklich, und du kommst dir jeden Sonntag, wenn das erste Training zum neuen Tanz kommt, kommst du dir vor wie so ein kleines Kind, das gerade das Laufen lernt, wirklich. Jetzt musst du so einen Schritt machen, so einen Schritt, Fersenschritt, gebeugtes Bein, gestrecktes Bein, du drehst durch. Und dann gehst du sonntags abends nach Hause und denkst, ich will nicht mehr. Ja. Und dann am Ende der Woche kannst du auf einmal den Tanz wieder, Reset-Knopf, nächster Tanz. So cool. Du hast ja auch andere Sachen gemacht, hier, so Abenteuergeschichten und also ich weiß nicht, wie die jetzt hießen, denn hier. Ewige Helden war so das Ewige, erste. Ewige Helden, das genau. Waren so Sportskanonen, die so eine Sache machen. Genau, das habe ich damals gesehen, auch im Fernsehen. Das war so direkt, das war 2017. Ich bin hier eingeschaltet nebenbei. Ja, wirklich. Sehr schön. Ja, wirklich. Ja, aber so ging es eigentlich los. Ich habe 2017 meine Karriere beendet und dann kam diese Anfrage und ich kannte das Format. Das ist ein überragendes Format gewesen, wo 8 ehemalige Sportler erzählen, über ihren Sport erzählen und wie sie zum Sport gekommen sind und so über ihre Karriere. Und das ist einfach total interessant, gerade wenn man aus dem Sport kommt oder Sport interessiert ist. Und das war so der Startschuss. Da haben wir mit coolen Leuten, mit coolen Sportlern wirklich 3 Wochen lang am Stück gedreht und mussten irgendwelche Wettkämpfe machen, was für einen Sportler auch immer schön ist, sich zu messen mit anderen. Ja klar, das ist so, ne? Allerdings habe ich gemerkt, dass ich gegen Turnflöhe und gegen Turmspringer keine Chance habe. Die sind zu klein, die sind zu schnell, die sind zu beweglich. Da kommen wir Handballer, wir haben andere Stärken. Ihr habt andere Stärken und du bist auch wirklich 2,3 oder so? 2,3 Meter, ja. 2,3 Meter, das ist natürlich dann so eine Geschichte, wenn du euch auch mal unter durchmogeln musst, denn hier, da waren noch solche Geschichten unter den, unter den Netzen oder so, den Stangen und so. Ne? Das ist klar, da hat man ein Handicap. Auf der anderen Seite hast du natürlich die anderen Vorteile, ne? Jetzt kommen wir zur Wahl der Qual. Oha. Wir sind ja hier im SM-Club. Jetzt hast du die Wahl. Trinkst du Kaffee überhaupt? Ja. Ja, das freut mich. Also Domina Espresso oder ein völlig neues Produkt, Kalles Kaffee. Also ich, wenn ich jetzt den Domina Espresso nehme, bin ich nicht sauer. Du nicht, aber dann kriege ich Ärger zu Hause. Ich nehme Kalles Kaffee. Und dann nimmst du beide. Ja! So ist doch ganz klar dir. Das finde ich ja schön. Applaus, Applaus, Applaus! Dankeschön. Vielen Dank, vielen Dank. Vielen Dank. Und natürlich darf auch heute unsere Rubrik Kalles Stille Helden nicht fehlen. Und dort dankt heute Christian Wolke, Trainer von Kurslack Neuengamme, jemand ganz Besonderem bzw. ganz viel. Ja, ich hatte das große Glück, bei großartigen Vereinen selbst zu spielen und auch als Trainer tätig sein zu dürfen. Und habe das große Glück, seit weit über 20 Jahren jetzt auf Hamburgs Fußballplätzen aktiv sein zu dürfen und habe viele, viele wundervolle Menschen kennengelernt. Das Besondere bei diesen Menschen ist, dass sie eben nicht für irgendwelche Ruhm und Ehre, für irgendwelchen Applaus oder für irgendwelche Euros das Ganze am Wochenende für uns alle schön machen und auch in der Woche, dass sie das ehrenamtlich machen, dass sie das machen in ihrer Freizeit, dass sie es machen aus ihrem guten Herzen heraus, dass sie es machen für die gute Sache und dass sie es machen für uns, für den Sport, für die Verbindung untereinander. Und dafür möchte ich heute ein großes Dankeschön ausrichten, möchte Danke sagen an viele tolle Menschen. Es wird nicht gerecht, wenn ich hier anfange, alle einzeln aufzuzählen, sondern vielen Dank an alle die, die es ermöglichen, dass wir jedes Wochenende hunderte von Spielen spielen können in Hamburg. Vielen Dank an alle, dass wir mehrere tausend Zuschauer am Wochenende begrüßen können auf den Fußballplätzen in Hamburg. Vielen Dank an alle, die es ermöglichen, dass wir Wäsche gewaschen haben, dass wir genug zu essen, zu trinken haben, dass die Leute sich wohlfühlen und dass wir dieses wunderbare oder diese wundervolle Sportart jedes Wochenende austragen können. Dafür möchte ich Danke sagen. Ohne euch wäre es nicht möglich. Danke. Das war unsere 50. unsere Jubiläumssendung Kalles Halbzeit im Verlies. Wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat und ihr viele interessante Dinge erfahren habt. Genau, und wir sehen uns wieder am 4. April hier bei Hamburg 1, 20.15 Uhr, Kalles Halbzeit im Verlies. Bye-bye. Kalles Halbzeit im Verlies wird Ihnen präsentiert von Laute und Muxfeld, Ihr Spezialist für Werkzeuge und Arbeitsschutz in Hamburg.